Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Peter Rosegger, Die Almhütte. Die Almhütte ist aus rohen Balken gezimmert, die auf einem Steinlager ruhen. Die vier Bretterwände deckt das sehr flache Dach, dessen lange Schindeln nicht festgenagelt sind, sondern nur durch querübergelegte, mit großen Steinen beschwerte Latten vor dem Davonfliegen bei Wind und Wetter geschützt werden. Das Dach steht ringsum weit vor, so dass es eine Art von Schuppen bildet, unter dem die Almleute Heu, Holz und Gerätschaften vor Regen bewahren. Die Tür steht angelweit offen, nur ein niederes Gatter mit einem Schnapper ist lose angelehnt, damit das Vieh nicht hinein kann. Vor Räubern und Dieben fürchtet sich der Almer nicht, denn so hoch oben gibt es keine Schätze mehr zu stehlen. Nur wenn er sich weiter entfernt, versperrt er seine Wohnung mit einem einfachen Holzschloss.